Hallo und herzlich willkommen YouTube und da draußen, ihr Lieben. Ja, ich bin wieder in Erlengrad unterwegs und wir haben heute nichts weiter als Gras, Gras, Gras. Es ist zum Ausgrasten. Ja. Die Wortwitze waren auch manchmal schon besser, aber okay. Ich freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr nichts verpassen wollt, wie wir hier nämlich jetzt weitermachen, denn es wird in der nächsten Folge wird es was ja, ganz Neues geben. Da werden wir nicht mehr nur Gras machen. Dann drückt einfach unten mal den Abonnier-Button und dann seid ihr natürlich immer dabei. So, wir werden heute wieder ein bisschen spulen müssen, weil mir, ich sag mal, über 10 Folgen lang beim Gras schwaden und einsammeln zugucken, glaube ich, ist nicht so interessant. Was ich mir jetzt erstmal hole, vorsorglich schon mal, ist ein Tiefenlockerer. Ich habe versucht, oben übrigens die Wiese mal offscreen zu grubbern, beziehungsweise hier mit dem Tiefenlockerer umzugraben, umzulegen, wie es ja im Fachjargon heißt. Das ging nicht. Wenn da jemand draußen eine Information hat, beziehungsweise einen Tipp, wie ich das Gras, also die Graswiese zu Ackerland machen kann, der kann es mir mal in die Kommentare schreiben. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass ich das wirklich nur mit dem Pflug machen kann, oder? Ich müsste es halt mal probieren. Ja, auf alle Fälle, was machen wir heute noch so? Es wird wieder so sein, dass wir ein paar Fun Facts haben, ein bisschen was zu Österreich, vielleicht sogar heute mal zur Schweiz, müssen wir mal sehen, wie sich's anlässt. Und gut, okay, jetzt haben wir erstmal den Tiefenlockerer hier gekauft. Ich muss jetzt gleich mal sehen, dass ich den schnell zum Hof bringe, damit wir heute ja, noch was anderes kaufen können. Ich will ein platzierbares Objekt, was das aber sein wird. Gut, ihr habt es vielleicht schon im Thumbnail gesehen, aber das will ich mit euch zusammen platzieren. Denn das haben wir hier in unserem Multiplayer-Projekt auch gemacht. Und dadurch kam mir dann die Idee, ja, mein Mitspieler wird jetzt lachen, wenn er es hört. durch ihn kam jetzt wirklich die Idee, ja, einfach ein Fahrsilo, also ja, ein Fahrsilo, jetzt habe ich es gesagt. Ach, scheiß. Ein Fahrsilo hinzubauen. Und, aber welches das sein wird und wo wir es hinbauen, das zeige ich euch jetzt im, ja, in der Episode. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr Lieben, und ich hoffe, ihr seid schon gespannt, was auf Hof Generation am Dienstag passiert. Da muss es ja, wie ich gehört habe, Erik ganz schlecht widerfahren. Da muss es ja richtig, richtig Probleme geben. Hat sich ja beobachtet gefühlt, ganz sehr. Und hat ja am Feldrand auch ein Auto stehen sehen, so ein schwarzes. Und ihr wisst, schwarze Pickups oder SUVs oder Limousinen oder Vans sind immer nicht so gut. So, und das war jetzt hier natürlich auch der Fall. Aber wiederum, er hat ihn ja von Weitem gesehen und als er dann dorthin gelaufen ist, war er weg. So, was das zu bedeuten hat und welche Konsequenz daraus entsteht, das könnt ihr nur sehen, wenn ihr am Dienstag einschaltet zu Hof Generation. Und wie gesagt, wer jetzt noch nicht abonniert hat und aber diese Geschichte nicht verpassen möchte, was jetzt am Dienstag passiert, der drückt einfach unten mal auf den Abo-Button und auf die Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr. So, okay, wir klappen das Ding mal aus hier. Fahren jetzt mal unsere Bahnen hin und her. Und ja, schauen einfach mal, was wir denn hier runterholen, wie viel Ertrag wir jetzt haben, ob wir schon ein bisschen was ins Silo reinbekommen. Das werde ich aber nachher erst holen. Also das werde ich mir nachher erst kaufen. So, okay. Ja, was gibt's noch alles zu erzählen? Das werde ich euch nach dem Speedplay erzählen. Ja, okay. Man müsste natürlich auch die Mähwerke anschalten, wenn man mähen möchte. Ja, das werde ich euch nach dem Speedplay, sage ich jetzt mal einfach so, ich weiß gar nicht, gibt es das Wort überhaupt so oder gibt es es nicht? Ich nenne es einfach mal so, erzählen, denn es gibt Neuigkeiten vom Multiplayer-Projekt, was
ja, in der nahen Zukunft, also bald, starten wird. Aber jetzt hauen wir erstmal hier rein ins Heu, wollte ich schon sagen. Ja, ins Grasgeschäft. So schnell ist das kleine Feld hier unten auch abgemäht. Also ihr Lieben, was gibt's Neues zum Multiplayer-Projekt? Wir sind zu zweit, haben uns ja ganz gut jetzt zusammengefunden, muss ich sagen. Wir haben ja erstmal ein bisschen so diese Testphase hier auf Ehrengrad gehabt. Da gab's ja auch dieses Outtakes-Video schon. Wer das nicht kennt, dem verlinke ich das nochmal oben. Oder am Schluss des Videos auf alle Fälle. Ja, und was soll ich dazu sagen? Also es war halt ein Zugunglück in Ehrengrad. Das war, naja gut, großer Mist, aber passiert. Ja, und so wird natürlich das Multiplayer-Projekt nicht ganz laufen, aber es wird natürlich schon einige Szenen geben in Zukunft, wo man ein bisschen schmunzeln kann. Aber wir haben die Zusammenspiel-Testphase abgeschlossen. Also das heißt, das harmoniert sehr gut, das passt alles wunderschön und wir haben so ein bisschen den gleichen Humor auch und wird, glaube ich, ganz cool. Aber wir hatten natürlich überlegt, wir wollen das Multiplayer-Projekt nicht auf Ehrengrad machen, weil wir dort nicht genug Höfe zur Verfügung haben. Denn ihr dürft euch natürlich auch bei uns mal melden und bewerben. Wer gerne mit beim Projekt dabei sein will, der kann auch gerne ja, einfach mal schreiben. Am besten unten in die Kommentare. Ja, und wir haben uns einfach gedacht, wir holen uns gleich eine große Karte, dann natürlich zukünftig so. Und jetzt haben wir, naja, ich sag mal, über eine Woche getestet und gemacht und getan und uns viele, viele Maps angeguckt, wo auch wahnsinnig tolle Maps dabei waren. Wir wollen sehr viel Produktionen drin haben, damit es für euch einfach da draußen ein bisschen interessanter wird und nicht so eintönig, halt immer nur Heu, Gras, Silage, Weizen, Raps. Und zwischendrin vielleicht mal noch ein paar Sojabohnen. Nein, wir wollen Erdbeeren herstellen, wir wollen Tomaten herstellen, wir wollen Brot verkaufen, wir wollen Schnaps brennen und, und. Forstwirtschaft wird dabei sein, definitiv. Es wird vieles auf Leerpaletten hinauslaufen, das heißt, es wird auch ein kleines Wirtschaftssystem eingebaut in die ganze Sache. Ja, und was es noch alles Neues gibt, erzähle ich euch jetzt nach dem ja, Speed Build. So, okay, bevor ich aber über das Multiplayer-Projekt weiterrede, ja, sollen natürlich auch unsere Fun Facts zu Österreich nicht ganz so flach fallen heute. Und zwar, Österreich ist die Heimat besonders vieler Nobelpreisträger. Wusstet ihr das eigentlich schon? Wie viele Menschen denn nun für Österreich einen Nobelpreis abgeräumt haben, ist gar nicht so einfach zu definieren, da einige Personen zur Zeit der Preisverleihung in einer der 6 Kategorien keine österreichischen Staatsbürger mehr waren oder aber eine Doppelstaatsbürgerschaft innehatten. Fakt ist allerdings, dass Österreich je nach Zählweise zwischen 18 und 31 Nobelpreise verbuchen kann, was eine sehr beachtliche Zahl für solch ein kleines Land ist. Und da muss ich echt sagen, das stimmt. Österreich ist ja wirklich nicht ein riesengroßes Land, aber wenn man dort überlegt, es sind 18 bzw. 31 Nobelpreisträger, dann muss man dort sagen, ist das schon ziemlich krass. Also ich finde es ja, sehr, sehr interessant. So, und was ich aber eigentlich
am allerkrassesten finde, das ist nämlich folgendes. Die Grenze zwischen den beiden Kontinentalplatten, die sogenannten, jetzt wird's schwierig, periadriatische Naht, teilt die gesamten Alpen auf einer Länge von 700 Kilometer vom Tessin über das Pustertal bis zu den Krawanken. In den Karnischen Alpen kann ein geschultes Auge Hinweise auf die Kontinentalränder sogar im Gelände erkennen. Hier ist es möglich, mit einem Bein in Afrika und mit dem anderen in Europa zu stehen. Leute, das ist extrem interessant. Also ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, habe ich mir eigentlich gedacht, genau an diese Stelle musst du mal fahren und vielleicht dir jemand mitnehmen, der dort einfach ein bisschen sich auskennt mit diesem Thema, weil ich finde sowas faszinierend. Ich finde es eigentlich sogar schon faszinierend, wenn du auf deutscher Seite mit einem Bein stehst und auf der anderen Seite auf österreichischer Seite zum Beispiel jetzt. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich interessant. So, okay, Multiplayer. Ihr merkt, ich bin ein Mann, der immer viel redet und viel labert, aber ich glaube auch, sonst wird es ein bisschen eintönig werden. Multiplayer-Projekt. Ich verrate euch natürlich noch nicht, auf welcher Map wir sind. Es ist definitiv eine Map, sogar mit einer, wie ich finde, wunderschönen Geschichte dahinter. Also der Modder und Mapbauer hat sich dort richtig Gedanken gemacht, hat die auch jemand gewidmet und wie ich finde, eigentlich sogar sehr, sehr süß gemacht und detailliert und sehr groß. Man hat dort alle möglichen Produktionen drin, natürlich GC, ne? Global Company, das ist ganz klar. Und wir haben dort drei Höfe mit der Option aber natürlich auch zu erweitern. Wir haben ein paar Freiflächen dort drauf, wo der ein oder andere sich natürlich einen Hof für sich komplett alleine bauen kann, also wo kein Gebäude jetzt draufsteht oder sowas. Und ich finde es einfach dort toll. Man hat etwas größere Flächen, man hat ganz große Flächen und man hat auch kleinere Flächen. Für die Forstliebhaber unter uns, wie gesagt, auch sehr, sehr interessant dort. Ja, also alles in allem, muss ich sagen, ist das schon ziemlich cool. Es wird dazu auch einen eigenen Namen geben für das Projekt. Auch den werden wir euch natürlich erst vorstellen, wenn dort alles durchgetestet ist. Wir sind jetzt gerade in der ganz heißen Testphase. Also bedeutet, wir bespielen die Map und testen die auf Herz und Nieren. Alle möglichen Produktionen werden wir bestimmt mal kurz anreisen oder werden wir uns wenigstens anschauen, wie alles funktioniert. Wir werden da mal ein paar Objekte platzieren und auch dort gucken, ob da alles funktioniert und läuft. Ja, und wenn es soweit ist, ihr Lieben, dann wird es natürlich hier auf YouTube für die ganzen YouTuber eine Premiere geben. Und es wird natürlich dann bei mir auch so sein, ob das jetzt bei meinem Mitspieler ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber ich werde auf alle Fälle dann auch live gehen, also bedeutet Twitch, YouTube und eventuell auch Facebook. Wir müssen mal gucken, wo wir überall da live gehen können. Also das wird ein allumfassendes Projekt, definitiv, wo jeder wahrscheinlich ein bisschen auf seine Kosten kommt. Das wird, so ein RP-Projekt light. Ne, wir sind bis jetzt nicht die riesengroßen RP-Spezialisten. Es wird auf alle Fälle so eine kurze kleine Geschichte darüber geben, wie das Ganze entstanden ist, beziehungsweise wo sich das so ein bisschen lang hangelt und wo wir uns so ein bisschen einen kleinen, ganz kleinen roten Faden machen werden. Das ist halt gerade alles im Entstehen und wie gesagt, wenn du da draußen Lust hast und da einfach mitmachen willst, ja, komm vorbei und wir reden mal miteinander. War ganz cool.
So, heute haben wir natürlich auch manchmal noch ein bisschen paar längere Fun Facts dabei. Ich bin heute so ein bisschen in Redelaune, wie ihr merkt. Die Alpen sind der Ursprung vieler bedeutender Flüsse Europas. Aus dem völlig unspektakulären Zusammenfluss von Vorderrhein und Hinterrhein in der Schweiz beginnt die lange Reise des Rheins, bis er nach 1232,7 Kilometern in die Nordsee mündet. Der Po entspringt ebenfalls in den Alpen und nimmt seinen Weg südlich entlang der Alpen Richtung Osten auf. Mit 652 Kilometern ist er der längste Fluss Italiens und bewässert dessen wichtigste Landwirtschaftsregion, die Poebene, bis er schließlich in der Adria mündet. Ja, ihr Lieben, wusstet ihr das? Dass es doch so viele bedeutende Flüsse eigentlich in Österreich gibt und dass, wie soll ich sagen, die österreichische Kultur oder eigentlich auch das ganze Land so ein bisschen sagenumwoben ist. Das werden wir in der nächsten Zeit uns mal angucken. So gewisse Mythen und Sagen aus Österreich. Das ist eigentlich wahrscheinlich ziemlich interessant sogar. Und ja, ist mir jetzt gerade so eingefallen. So, das schreibe ich mir gleich sogar mal auf. Wem das so ein bisschen interessiert, der kommt natürlich hier extrem auf seine Kosten. Denn mich interessieren so Mythen und Sagen und sowas. Das ist einfach sehr, sehr interessant. So, okay. Was haben wir noch? So, der letzte Fun Fact für heute schon. Der große Aletschgletscher schaffte es zusammen mit den bekannten Bergen Eiger, Mönch und Jungfrau sowie dem Beechhorn und, das kenne ich gar nicht, Beechhorn und weiteren Teilen des Bemer Oberlandes sogar als besonders schützenswerte Region auf die UNESCO-Welterbeliste. Ja, also wenn das nichts ist, dann muss ich ehrlich sagen, Hut ab, dann ist alles andere gar nichts mehr. Ja, so, wir sind jetzt hier schon ziemlich durch mit unserem Gras einsammeln und wir werden natürlich in der nächsten Zeit immer wieder mal ein bisschen Gras machen. Ich liebe es eigentlich, Gras einzufahren und überhaupt so die Grasarbeit und alles. Aber mittlerweile muss ich sagen, auf Ehrengrad ist es einfach fast ganz schön viel. Also wir brauchen definitiv ein bisschen Ackerland und wir brauchen auch hundertprozentig ein paar Tiere. Aber bevor wir die uns holen können, die Tiere, müssen wir natürlich erstmal ein bisschen Futter einfahren. Beziehungsweise gut, Hühner oder sowas, das könnte man sich schon überlegen, ob man dann jetzt sogar ein bisschen Weizen mal schnell kauft. Ja, und es steht eigentlich immer noch die Frage im Raum, ihr Lieben, wie sieht's eigentlich aus mit dem Seasons Mod? Soll ich den hier drauf mal versuchen oder soll ich den nicht versuchen? Ich habe heute schon mal einen ganz neuen Mod draufgenommen, nämlich der des Schmutzes. Ja, also die Traktoren werden jetzt realistisch schmutziger. Und da finde ich eigentlich ganz interessant. So, jetzt gucken wir hier nochmal ganz kurz ins Menü rein. Was so die Landflächen kosten. Das ist nämlich noch ein bisschen interessant. Welche Felder ich vielleicht noch kaufe. Also ich kaufe auf alle Fälle noch eins. Wie ist denn das hier? Wir springen mal rüber. Denke ich. Ich gucke mir das mal an. Ob das recht groß ist. Ich kann das immer, an der Map kann ich das immer irgendwie nicht so richtig ausmachen. Ob das wirklich so riesengroß ist, wie man es denkt. So, dann wollen wir mal gucken. Wo muss ich die jetzt hin? Ach, hier rüber muss ich. So, gut. Naja, es ist schon ganz schön groß, aber man könnte was draus machen. Müsste man sich halt am Anfang erstmal einen Drescher mieten vielleicht, kleinen großen Drescher, dass man das einmal richtig abfährt. Jo, wäre schon interessant. Was meint ihr? Sollen wir das kaufen oder sollen wir es nicht kaufen? Was denkt ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare.
So, gut. Das war übrigens der Zug, der mich über den Haufen gefahren hat. So, wie sind denn Verkaufspreise eigentlich hier? Danach habe ich ja noch überhaupt noch nicht geguckt. Nun gut, ihr Lieben. Ja, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich natürlich riesig drüber freuen. Und wer noch ein bisschen mehr Landwirtschaft aus Ehrenkraut und Fun Facts hören möchte, wer ein bisschen was lernen will zu Österreich in Verbindung mit einem wunderschönen Spiel, der abonniert unten einfach mal ganz schnell, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis dahin, macht's gut, bis nächste Woche und tschüssi.